Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, was war das gestern wieder für ein Stream, Freunde? Es war wieder absoluter Abriss, Freunde. Wir haben wieder komplett eskaliert. Team of the Tournament ist rausgekommen. Unfassbares Packlack gehabt, Freunde. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier seht ihr schon den Titel und Thumbnail, wenn ich gezogen habe. Absolut geiler Stream. Wir waren an einem Punkt mal über zwei, nee, genau 200 Zuschauer. Genau 200 Zuschauer. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Einfach nur geisteskrank. Wirklich einfach nur geisteskrank. Euer Support gestern im Stream. Ich küsse eure Herzen wirklich. Ihr seid einfach die Besten. Das macht so Bock, FIFA Mobile zu zocken. Ne? Ihr habt alle reingeschrieben, wie ihr gezogen habt. Es war so cool, darüber zu reden. Es war einfach nur geil, Freunde. Ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen, der mit am Start war. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der gespendet hat, der Mitglied wurde. Kuss geht raus. Und ja, Freunde, den nächsten Stream gibt es ja wieder direkt nächste Woche Donnerstag. Und da steht das nächste fette Ereignis an, Freunde. Und zwar, es kommt ein neues Event. Ja, das WM-Event endet nächste Woche Donnerstag. Und dann kriegen wir nächste Woche Donnerstag ja ein neues, hoffentlich geiles Event. Da werden wir dann auch wieder live gehen und gucken, was da Gutes kommt. Und ja, seid auch wieder gerne mit am Start. Es wird wieder wild, Freunde. Genau, ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Ja, Team of the Tournament ist gestern Abend rausgekommen. Hinten bei den Programmspielern kann man sich die ganzen nochmal genauer angucken. Genau, es gibt hier auf jeden Fall einmal ein Stones, Thiago Silva, Hakimi, Guardiola, Hernandez, Martinez, Gakpo, Fernandes, Bellingham, Ambarat, oder wer ist der? Amrabat, ja, Modric, Griezmann, Richarlison, Alvarez, Mbappé und Lionel Messi. Freude. Und ja, wir hatten natürlich gestern im Stream, ich hatte es ja schon immer angekündigt, immer angeteasert, ich hatte hier mein Free 108 Plus Team of the Tournament Spieler. Und ich würde sagen, Freunde, ich blende es euch einfach ein, wenn ich gezogen habe. Wir gehen rein. Wir gehen rein, Freunde. Ich mache ein Chatpack. Let's go, let's go, let's go. Schreibt rein, Abfahrt, schreibt rein. Es geht los. Bitte, Jungs. Bitte, Junge. Mann hat Bruno gezogen. Oh, Modric, stark. Alvarez, stark. Alvarez ist geil. Ja, ja, Mann. Oh, hab Messi. Oh mein Gott, GG, Junge. GG. Wen habe ich? Schreibt rein. Bin gebrochen. Griezmann? Bellingham? Marokko? Nein, nicht Marokko. Messi hab gönn, Ronaldo, Deutschland, oh. Nein. Messi. Ich schreibe alle Messi. Nein, das kann nicht sein. Ihr verarscht mich. Es schreiben alle Messi. Es kann nicht sein. Kann es ein Prank sein? Nein, es schreiben alle Messi. Ich guck hin. Ey, wenn ihr mich jetzt... Es kann nicht sein. Es können nicht alle Messi schreiben. Es muss immer eingeben. Oh mein Gott, ich hab Messi gezogen. Boom. Ja, Freunde. Komplette Eskalation. Ich habe ihn wirklich gezogen. Lionel Messi. Ich bin nicht drauf klargekommen. Ich hab's auch zuerst nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, dass ihr mich trollen wollt. Aber als dann wirklich... Der Chat ist runtergerattert. So schnell habe ich den Chat noch nie gesehen. Nur mit Messi. Und da war mir bewusst, ich habe ihn gezogen. Dann habe ich das Handy umgedreht und ich konnte es nicht fassen. Ich habe ihn halt wirklich gezogen. Lionel Messi. Der WM-Sieger. Wahrscheinlich der GOAT. Für mich sind beide GOATs, aber Messi hat auf jeden Fall nochmal andere Level, andere Maßstäbe gesetzt. Besser so. Und Freunde, ja, ich habe ihn natürlich in mein Team gestellt, weil ich muss auch diesen Messi spielen, Freunde. Da führt kein Weg dran vorbei. Bei diesem Mann, guckt ihn euch an. Vor allem dieses Bild, ne? Es ist das beste FIFA-Mobile-Bild, was ich bis jetzt gesehen habe, ne? Wie er da den Pokal küsst. Boah, es ist einfach so krass. Es ist einfach so, so surreal auch irgendwie, Messi gezogen zu haben, ne? Es ist so krass, es ist einfach nur so geil und ich bin so dankbar dafür. Ne? Ich bin so dankbar dafür, den gezogen zu haben. Ne? Aber Freunde, es sind ja jetzt auch hier, ne? Alle Spieler. Mark Crash ist so, trifft jetzt auch ein, ne? Wird sich noch ein bisschen ziehen. Der ganze Mark Crash hier.
Aber ne, ihr seht ja schon, sind alle schon genügend auf dem Markt. Die werden noch alle sinken, Freunde. Deswegen macht das keinen Sinn, welche zu kaufen und zu verkaufen. Einfach ein bisschen abwarten, Tee trinken. Und dann wird bald das fette, fette Team-Upgrade anstehen, Freunde. Weil ich kann euch schon mal so sagen, ich werde mir einen Cole kaufen. Ich werde mir, naja, Frage, Bellingham oder Modric werde ich mir nicht holen. Bellingham oder Xavi, da muss ich nochmal gucken, wenn ich von den beiden mir hole. Aber es wird sich ein Guardiol geholt, Hakimi und ein Kylian Mbappé. Freunde, ich brauche ein ZOM natürlich noch. Ich brauche noch ein ZOM, das ist mir jetzt komplett untergegangen. Ach, warte mal. Jo, dann wird mein ZOM wahrscheinlich Bergkamp. Dann wird mein ZOM wahrscheinlich ein Bergkamp werden. Aber Freunde, wie gesagt, da wird dann nochmal jetzt geht mir gar nichts mehr, Freunde. Jetzt geht nichts mehr. Also Freunde, da wird auf jeden Fall nochmal ein Video zukommen. Zu dem Ganzen hier wird ein fettes Video werden mit einem fetten Team-Upgrade. Ich versuche noch auf 1 Milliarde zu kommen. Ist schwer, aber ich versuch's, Freunde. Ich versuch's auf jeden Fall. Genau. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, großartig haben wir da nicht mehr so viel gemacht. Wir haben hier noch ein paar Programm-Token geöffnet. Ja, Backcamp werde ich jetzt auch nicht mehr bekommen in der Woche. Genau, dann habe ich Hauptkapitel noch ein paar Bonuspunkte ausgegeben. Hier, genau, zack. Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel bekommen. Ja, komm, wir holen uns hier nochmal die 87 Plus-Spieler ab. Gucken, ziehen wir was Gutes. Oh, man, nee, nimmt mal mit. Genau. Aber Freunde, all in all, ich bin zufrieden. Ich bin einfach nur so happy, ne, Messi gezogen zu haben. Weil es hätte auch wirklich ein Bruch sein werden können, zum Beispiel mit Amrabat oder Stones oder Thiago Silva. Aber EA hat mich beschert mit dem Lionel Messi. Ich bin so glücklich, ne, ich bin wirklich so glücklich und dankbar. Ja, oh, ich sehe gerade, Freunde, ich möchte mir noch einen Innenverteidiger holen. Innenverteidiger muss ich mir auch noch holen. Ach, da sind noch so viele Sachen, die ich mir holen muss, ne. Ja, ah ne, ich hole mir ja Guardiol. Ach, Freunde, vergesse, ich hole mir doch Guardiol. Ich bin schon wieder lost. Es ist so spät, Freunde, es ist zu spät. Ich will auch sagen, Freunde, soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Schreibt jetzt gerne in die Kommentare rein, welchen Spieler ihr gezogen habt. Haben zwar schon die meisten gestern in den Stream-Chat geschrieben, aber schreibt trotzdem gerne rein, würde mich interessieren, Freunde. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.